Ladies and Gentlemen, Teil 5 der Schutt. Ladies and Gentlemen, Teil 5 der Kampagne Versunkene Schätze, Tische hochklappen, anschnallen, wir starten durch. Ja, und damit herzlich willkommen hier wieder mittendrin in unserem Gameplay am Cap Trelawney in unserer Kampagne zu Versunkene Schätze. Kampagne 2022 ist ja angesagt und ich hoffe, wir finden heute raus, was ist hier mit diesen Schiffen, mit diesen roten hier, bestimmt La Corona wieder, zu tun hat. Wir schauen aber erstmal rein und versuchen uns wieder einen kleinen Überblick zu verschaffen, was ist seit der letzten Folge passiert. Wir haben also letzte Folge angefangen mit den Handwerkern dieses Tagebuch zu restaurieren. Jetzt gucken wir mal gerade hier ins Aufgabenbuch rein, was so die nächsten Sets sind. Genau, wir brauchten 2 Tonnen Nähmaschinen und 5 Tonnen Mehl, um dieses Tagebuch zu rekonstruieren. Außerdem sollen wir Ingenieure hier auf der Hauptstadt hinbekommen. Gucken wir uns erstmal Part 2 an, nämlich hier Ingenieure hinbekommen. Nähmaschinen haben wir tatsächlich schon. Die sind scheinbar gerade angeliefert worden. Haben wir denn auch noch welche übrig? Das wäre natürlich total klasse. Gucken wir mal, wie viel wir haben. 99 Stück. Wie viel Mehl haben wir? Am Mehl scheitert es irgendwie noch. Dann stellen wir jetzt mal für einen kurzen Moment die komplette Brotproduktion ein, sodass wir gleich das Mehl hier definitiv über haben. Guck mal, da werden die 2 jetzt schon ins Lagerhaus geliefert und dann sollten wir hier doch kampagnentechnisch heute mal richtig vorankommen. Ich will ein bisschen Progress machen. Wir haben die letzten 2 Folgen so ein bisschen rumgedödelt, ehrlich gesagt. Es gibt Ruinen. Wo gibt's Ruinen? Oh je. Da gibt's Ruinen. Ganze viele. Die müssen wir mal schnell wieder aufbauen. Hier ist, glaube ich, demonstriert worden letzte Mal. So, und dann geht's aber auch direkt wieder ans Cup zurück. Denn eigentlich sollte es jetzt 2 Tonnen Mehl geben. Ist da nicht gerade Mehl reintransportiert worden in dieses Lagerhaus? Haben wir das nicht alle gesehen? Okay, aber hier... Okay, es müsste gleich auf jeden Fall Mehl kommen. So, bezüglich der Ingenieure, es fehlen uns dann noch Pelzmäntel und eine Universität. Ich glaube aber erstmal wäre es wichtig, dass wir hier noch ein bisschen weiter ausbauen tatsächlich. Das heißt, wir schnappen uns hier mal wieder unser Häuserbautool. Ich glaube, hier unten geht noch, ne? Das sollte kein Problem sein. Hier ein bisschen angebaut, zack. Und hier hinten raus sollte auch noch passen. Wir müssen ja immer ein bisschen mit der Entfernung zum Marktplatz gucken, dass da noch Anbindung besteht. Ja, hier drüben können wir leider nicht mehr so viel ausbauen. Wir könnten höchstens hier diese Randhäuschen uns irgendwie noch gönnen. Das fände ich vielleicht ganz schick. Oh, guck mal, hier kriegen wir sogar den 6er-Block. Das ist doch schick. Hier so ein 2er-Block. Dann als nächstes ein 4er-Block und abschließend komme ich da sogar rum? Nee, aber das ist nicht schlimm. So ein 6er-Block noch, ja? Genau. Und dann kann man nämlich hier wieder ausbauen ein bisschen mehr. Ja, ich würde mal sagen, also die Ecke haben wir noch nicht ausgebaut, die 4 und die 4 bauen wir auch noch aus. Jetzt haben wir zu wenig Bauern, das werden aber ja gleich wieder mehr, das ist ja gar kein Problem. Und auf der anderen Seite wollen wir dann ja eigentlich hier noch mehr in Handwerker investieren, ne? Das ist ja das eigentliche Ziel. Vielleicht die auch noch hier. Und dann haben wir wieder zu wenig Stahl. Ich weiß gar nicht, ob ich schiffstechnisch hier stahltechnisch noch irgendwas losgeschickt habe. Aber ich erinnere mich gerade, wir haben ja letzte Mal hier oben... Oh, oh, Feuer! Alarm! Wir haben ja hier oben auch noch eine Stahlproduktion, die uns aber gerade hier ganz munter wegbrennt. So. Handwerker fragt, ob sie bereit sind, ihm ihre Fracht auszuhändigen. Und da geht es jetzt genau um die Jungs hier, die also restaurieren sollen. Dummkopf sind, werden wir hier die Hilfe von Gelehrten in Anspruch nehmen müssen. Die Königin fordert eine Universität, um mehr Restaurateure zu bekommen. Jetzt hat sie gerade, das ist ganz witzig, sie hat gesagt, wir müssen die Hilfe von Gelehrten in Anspruch nehmen. Das ist ja irgendwie so halbrichtig, oder? Weil, wenn wir jetzt eine Universität bauen, klar, aber Gelehrte sind ja tatsächlich die neue Bevölkerungsschicht aus dem DLC Land der Löwen. Und wenn wir nur eine Universität bauen, okay, gut. Man weiß ja jetzt, der Versunkene Schätze DLC kam vor dem Land der Löwen DLC ein ganzes Stück vorher. Da hatten sie das wahrscheinlich einfach noch nicht so auf den Schirm, wie die Weiterentwicklung da aussieht dann. Okay, also wir müssen sehen, dass das hier oben schnellstens gelöscht wird, weil vorher kriegen wir keinen Stahl. Und jetzt geht es tatsächlich darum, hier dann auch Pelzmäntel anzuliefern. Die große Frage ist jetzt, bauen wir jetzt hier nochmal eine eigene Pelzmantelproduktion auf? Oder das wäre dann hier zum Beispiel der Fall. Oder nutzen wir die vorhandene aus der alten Welt? Das gucken wir uns mal an, wie hier eigentlich der Stand der Dinge ist. Wie viele Pelzmäntel haben wir denn hier so?
348, da würde ich doch glatt vorschlagen, dass wir die nutzen. So, was haben wir hier? Eisen, das hier war doch der, ne? Der fuhr doch hier diesen ganzen Krempel durch die Gegend, genau. Dosenfutter, ich glaube, Nähmaschinen nehmen wir raus und dafür packen wir dann aber hier definitiv mal Pelzmäntel rein. Ja, und dann können wir vielleicht ein zweites Schiff auf diese Route setzen. Haben wir noch eins im Bau? Nee, wir können uns auch gerade keins leisten. Ist Quatsch, so eins wollen wir haben. Nein, so eins wollen wir auch nicht haben. Junge, Konzentration, ey. Okay, hier steht der fliegende Dodo. Ach, da wäre auch noch ein Schiff gewesen. Dann nehmen wir doch den Häuptling gerade, aber wir produzieren dann eins nach. Das heißt, wir packen jetzt hier einfach auch den Häuptling noch drauf. Dann haben wir zwei. Dann geht das mit dem... mit der Überfahrt und dem Transport von den Dingen ein bisschen schneller. Warum wird denn hier schon wieder protestiert, Leute? Euch geht's doch toll. Hier ist doch alles super, Mensch. Ich hatte doch letzte Mal hier noch eine Polizeiwache irgendwo hingebaut. Da ist eine. Und da ist eine. So, wir können natürlich jetzt mal dafür sorgen. Wir haben ja hier relativ viele Steine. Dass wir hier vielleicht auch noch ein bisschen die Straßen, die Infrastruktur verbessern, sodass die Polizei schneller vorankommt. Sieht auch, sind wir ehrlich, immer ein bisschen schöner aus, ne, mit den Steinstraßen in der Stadt. Okay, was macht unser Boost hier hinten? Wir können jetzt endlich dieses Kraftwerk hier ausbauen. Und somit auch dann hier hinten endlich die Stahlproduktion und diese ganzen Dinge mal ein bisschen boosten. Ja, jetzt ist die Frage... Nee, lassen wir mal noch. Ich hatte überlegt, ob man das schon, aber das, oder kriegen wir das, aber wir haben so viel Geld nicht, oder? Wir haben 175.000, das wird nichts. Es gibt ja Items, mit denen man auch hier hinten so eine Ölquelle definitiv boosten kann, so eine Ölraffinerie. Da könnte man dann einen Feras, theoretisch, einen Feras könnte man tatsächlich sogar reinsetzen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da müssten wir dann allerdings in der neuen Welt mal losgehen. Was kostet eigentlich ein Feras? Ich bin mir gerade echt unsicher. Haben wir hier irgendwo ein Schiff übrig? Hier steht ein Schiff und schnarcht vor sich hin. Wo ist denn hier die gute Isabel Sarmento eigentlich? Da so mittendrin, ne? Fahren wir mal hier hin und gucken mal, was die so im Angebot hat für uns. Was ist mit dem Schiff hier? Ah, das hat irgendwelche Baumaterialien hier am Start, die wir nicht ausladen können, weil alles voll ist. Dann kannst du auch wieder wegfahren. Wollten wir hier noch irgendwas hinbauen, ausbauen? Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Hier sind relativ viele Ölquellen. Also früher oder später werden wir von hier wahrscheinlich Öl holen. Aber momentan brauchen wir das meines Erachtens nach noch nicht so richtig. Also bleiben wir erstmal hier dran. Okay. Also wir haben dann jetzt die Felle, die wir rüberbringen. Sprich, ach, ich habe Felle eingeladen, ne? Halt, stopp. Epischer Fail. Epischer Fail. Ich will ja gar keine Felle. Ich will ja hier so Mäntelchen haben. So. So nämlich. Okay, wo ist dieses Schiff? Anhalten. Da, zurück, Marsch. Das war ja wieder, mein Gott. Noch ein bisschen unkontrolliert. Es ist noch früh, es ist Dienstagmorgen. Ich nehme das tatsächlich tagaktuell erst auf. War ein bisschen stressig in der letzten Woche. Dieses Arbeiten stört die Content Creation ungemein, muss ich sagen. Ja? Also, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin. So, das bedeutet aber, wir haben viel zu viele Fälle. Wir haben zu wenig Schneidereigeschäfte. Wo sind die denn? Lass uns mal schnell schauen. Die Schneidereigeschäfte hier. Da. Die Schneidereien. Wo sind die denn? Wo sind die? Wo haben wir die hingebaut? Hier hinten? Nee. Aber ich hab die Entweder keine. So, zwei. Aber wo? Ist blind? Ihr habt sie wahrscheinlich schon lange gesehen, bin ich fest von überzeugt. Der Heinz hat sie noch nicht gesehen. Wo auf dieser Insel sind denn? Da sind sie. Da, ich habe sie gefunden. Das heißt, wir können jetzt aber hier ein bisschen ausbauen, indem wir da einfach mal noch zwei oder noch eine. Warte mal, wir machen das mal so und setzen den auch nochmal um. Kostet zwar wieder 100, ist aber egal. Und dann kann man nämlich hier die Straße so ein bisschen netter so machen. Okay, weil die brauchen ja nichts anderes als... Ach ja, die brauchen auch noch Baumwollstoff. Wie viel Baumwollstoff haben wir hier? Müssen wir da jetzt vielleicht die Schlagzahl erhöhen? Da müssen wir gegebenenfalls ein bisschen die Schlagzahl erhöhen. Das heißt, wir gehen schnell in die... Genau, und deswegen hatte ich, glaube ich, hier auch... Kann das sein? Hatte ich hier auch schon Rohstoffe hingebracht, damit man das ausbauen kann. Hier haben wir... Wie viel Baumwollstoff? Guck, guck. 150. Okay, wir müssen eine ganz andere Schlagzahl erhöhen. Das ist er, nämlich die hier. Guck mal, das ist ja... Und der fährt halt, weißt du, das ist auch wieder so. Der fährt halt die ganze Zeit hier durch die Gegend und könnte eigentlich die doppelte Menge laden. Was ein Unsinn. Jetzt bräuchte es hier einfach, damit wir ein bisschen mehr lagern können, vielleicht mal ein Depot. Das wäre ganz gut.
So, dann passt da nämlich schon mehr rein. Ist er das schon hier, der Baumwolltransporter? Nee, ne? So, das heißt, er hier hat aber nichts zu tun. Das heißt, wir schicken den jetzt mal los mit dem Baumwollstoff. Komm. Da, einfach mal vollladen, bitte. Und dann ab nach Heinshausen mit dir. Mann, Mann, Mann. So, okay. Cool. Nichtsdestotrotz, wir können ja mal schauen, was die Kampagne von allen Inseln sagt. Nee, nicht die Kampagne, die Statistik meint er. Produktion. Baumwollstoff. Wo ist er? Wo ist er? Da. Wir brauchen 7, machen 4. Das ist natürlich viel zu wenig. Also, warte mal, jetzt hätte man natürlich auch direkt schlauerweise beim Grundrohstoff Baumwolle mal gucken können. So, Baumwolle, wir brauchen 4, machen 3. Das heißt, da bauen wir nochmal einen aus und dann brauchen wir einfach nur mehr von dem weiterverarbeitenden Gedöns. Hier haben wir hier welchen über auch? Nee, eigentlich nicht. Naja, egal. So. Ach, das wird hier weiterverarbeitet. Volles Lager. Die haben hier auch ein volles. Junge, 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 Junge. Der da fährt die hin und her. Ist auch schon wieder so ein Fail, dass das nicht mehr eingeladen wird hier. So, 100 Stück jetzt hin und her fahren, bitte. Alles muss man hier erst reparieren. Mann. So, dann kommt die Straße da dran. Und jetzt wollen wir hier gerne noch ein so eine Farm haben. So. Obwohl, wir bauen die mal nur bis hier und dann kannst du ja von mir aus hier weiterbauen. Ich will hier mir den Platz für die Mine nicht verbauen. Ich weiß nicht, ob wir die jemals brauchen werden hier in der Kampagne. Aber man kann es ja mal einplanen. So, wie weit komme ich jetzt damit noch? Vielleicht von hier oben noch so ein Stückchen runter und dann kann ich hier auch noch eine Straße dran. Nein, eine Straße dran bauen. Hallo, eine Straße dran bauen. Okay. Jetzt befürchte ich fast, aber wir können ja hier mal noch die Straße ein bisschen ausbauen, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Transport. Schafft der einen? Packt der eine Kontor das noch? Ansonsten bauen wir den mal um eine Stufe aus, dann können wir hier mehr einladen. So, hier hinten die Häuschen. Was ist mit denen? Die können wir auch mal ausbauen. Haben wir noch ein paar Arbeiters mehr. Und dann sollte das doch jetzt eigentlich mit der Baumwolle zumindest erstmal laufen. Wie ist das Verhältnis? Habe ich nicht im Kopf. Lass mich gucken. Wir produzieren jede Minute so ein Gerät, alle 30 Sekunden so ein Gerät. Das heißt, wir haben zwei. Ja, eigentlich haben wir jetzt einen zu viel, ne, Leute? Jetzt haben wir eigentlich einen zu viel. Komm. Rein in die Baumwollproduktion. Was soll der Geiz? Wir wollen ja definitiv hier genug Ledermäntel gleich haben. Oder Pelzmäntel sind es, glaube ich, ne? Nicht Ledermäntel. Okay. Zack. So, dann schließen wir den auch noch an. Jetzt könnte man schon fast drüber nachdenken, tatsächlich hier hinten wieder ein Warenhaus hinzubauen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ist nicht optimal. Wir bräuchten eigentlich 6, ne, um weiter zu verarbeiten, weil wir brauchen ja doppelt so viele Baumwollplantagen wie Webereien. Aber ist, glaube ich, jetzt erstmal genug. Lassen wir mal so. Hauptsache, das mit dem Transport geht jetzt ein bisschen besser. Jetzt gehen wir einmal schnell hierhin wieder zurück. So, hier oben sehe ich, da ist ein Lagerhaus. Völlig überfordert, kein Wunder. Da sind ja auch echt viele Sachen drumrum. Dann gucken wir uns das an. Jetzt wollten wir. Wir müssen doch nochmal hier hin. Warten durcheinander. Merkt ihr, wir sind schon wieder nur am Rumdödeln, anstatt uns hier um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. So, Reroll kostet 5000. Da können wir ja einmal gucken, ob wir irgendwas Spannendes finden hier. Arbeitskräfte erforderlich für Minen und Steinbreche, minus 50%. Beeinflusst Küche, Fischöl verarbeitet das Gebäude, Kakao, das ist ja auch Quatsch, ne? Nö. Einmal gucken wir noch. Okay, nee, das lohnt sich nicht. Dann warten wir hier jetzt wieder. Wie gesagt, in meinem großen Spielstand roll ich da einfach stundenlang durch. Wie sieht's hier aus? Haben wir inzwischen. So, die Pelzmäntel sind freigeschaltet. Die kommen ja gleich automatisch, habe ich ja eingestellt. Dann bauen wir jetzt hier die Jungs alle mal aus, würde ich sagen. Wie ist das hier oben? Ist das jetzt abgebrannt oder steht das alles noch? Zerstörtes Gebäude. Ja, ich hab's geahnt hier. Ich habe es geahnt, aber die Stahlproduktion läuft noch. Nur irgendwie kommt kein Stahl an. Why not? Diese Produkte haben die wahrscheinlich gerade erst angefangen wieder, ne? So, okay, gut. Dann hierhin. Hier hatten wir doch das Schiff zurückgeschickt. Da wollten wir die definitiv wieder ausladen und wollten dafür jetzt Pelzmäntel einladen. Ja gut, 6 Stück ist jetzt noch nicht so der Knaller, bin ich ja ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ja ganz ehrlich. Okay, außerdem sehe ich gerade, dass die Produktion von den Dosen. Die können wir auch nochmal überprüfen, schnell. Einmal rein in die Statistik. Wir haben, brauchen 1, produzieren 2. Das ist eigentlich völlig in Ordnung.
Das heißt, wir könnten eventuell hier, gerade wenn wir jetzt mit... Nee, bleibst du wohl hier, du Schiff. Gerade wenn wir jetzt mit so einem zwei Schiffen unterwegs sind, können wir natürlich hier... Das ist auch deutlich zu viel einfach, ne? Wir nehmen einfach nur 50 mit. Ja. So. Was sagt er hier? Wo sind unsere Pelzmäntel? Wieder einen, den klauen wir direkt. Wir können denen ja eigentlich den Verbrauch von den Pelzmänteln mal untersagen hier, ne? Den Leuten, den Ingenieuren, weil dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Was fehlt denen? Denen fehlt jetzt definitiv wahrscheinlich die Baumwolle. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber die ist auch noch nicht zu sehen, ne? Wo ist denn die Baumwolle unterwegs? Wir hatten doch ein Schiff losgeschickt. Da kommt sie. Oh, das dauert ja noch ewig, Leute. Das dauert ja wieder noch ewig. Okay, aber ich glaube, solche Dinge kann man halt auch einfach... Nee, ich wollte... Hallo! Da wollte ich hin. Solche Dinge kann man halt auch einfach nicht kaufen, ne? Das ist Umwandlung. Da meine ich. Nee, Stahl, Glühfäden, das sind alles Sachen, die brauchen wir nicht. Was kommt da? Ei. Okay, es geht wieder mit dem Stahl hier ein bisschen hoch. Das heißt, wir können das Haus hier noch ausbauen. Und wir können jetzt hier tatsächlich mal noch ein paar Arbeiterhäuser kreieren. Denn dadurch, dass wir ja immer weiter die Arbeiter zu Ingenieuren, nein, zu Handwerkern ausbauen, fehlen uns natürlich dann auf der anderen Seite wieder Arbeitskräfte im Arbeitersektor. Aber das haben wir jetzt wieder im Griff. Das ist jetzt sehr schön ausgeglichen. So, Bilanz plus 300 war auch schon mal besser, glaube ich. Irgendwo verdödeln wir im Moment ziemlich viel Geld, aber das macht nichts. Spätestens, wenn jetzt hier gleich auch die Handwerker versorgt sind, sollte es hier wieder mehr Geld geben. Okay, so, jetzt können wir natürlich auch hier... Ah, ich weiß auch, wo das Problem ist. Wir können natürlich jetzt hier weitermachen, weil wir müssen natürlich nicht die Mehlproduktion jetzt die ganze Zeit eingestellt lassen. Aber noch haben wir genug Brot. Also wir haben anscheinend eine Brotüberproduktion. Das war aber höchste Eisenbahn, dass wir das jetzt ausgeschaltet haben. Nur noch 5 Brot im Lager, dafür 21 Mehl. Ja, also das wird Zeit, jetzt hier mal wieder Brot zu produzieren. Ja, es ist wieder so ein bisschen Warten angesagt. Vielleicht warten wir einfach konkret mal drauf, dass gleich das Schiff mit der Baumwolle ankommt in der alten Welt in Heinshausen. 20.000 roll ich nicht. Nö. Nee. Haben wir eigentlich hier schon? Da haben wir jemanden entdeckt. Den Herrn Archibald Blake. Was hat er so im Angebot? Nur Ramsch. 1.000 mangelt es an Arbeitskräften. Minus 22. Was ist da los? Welche Arbeitskräfte fehlen denn hier? Handwerker fehlen hier. Das ist ja ein Ding. Dann würde ich doch sagen, bauen wir auch hier tatsächlich einfach mal ein bisschen aus. So. Gut, denen fehlt natürlich jetzt... Die haben deswegen zu wenig Handwerker, weil denen natürlich die Pelzmäntel jetzt fehlen. Aber die wollen wir ja hier einpacken, damit wir in unserer Quest ein bisschen weiterkommen. Aber jetzt, wir produzieren viel zu wenig. Ich brauche Baumwolle. Baumwolle ist der Engpass. So. Dann machen wir hier mal noch 3 Handwerkerhäuschen raus. Der kann aufsteigen. Die zwei sind ja auch quasi im Dorfzentrum. Ja. Und ich würde sagen, komm, wir gönnen uns auch noch hier so ein Eckhäuschen. Aha. Okay, und schon geht's auch wieder mit der Bilanz aufwärts. Siehst du mal, guck. Wunderbar. Mich beschleicht dieses Gefühl. Wir haben natürlich schon einen Teil der Kampagne geschafft. Schaffen wir es heute wirklich da noch die Pelzmäntel rüberzufahren und zu Investoren aufzuschließen? Aber wir brauchen, glaube ich, direkt 500 Ingenieure, ne? Nicht Investoren. Ich rede heute einen Unsinn. 500 Ingenieure. 500 Ingenieure brauchen wir. Ah, schwierig. Schwierig. Wobei, das ist die alte Welt. Wo ist denn... Achso, das ist, wir gehen mal rüber, warte. Zack, ich glaube, das sieht man das nur hier? Tatsächlich. Also hier brauchen wir aber auch 500 Ingenieure, kein Ding. Und eine Universität, die ich glaube ich noch nicht bauen kann, ne? Doch, könnte ich. Wenn ich 40 Stahlträger hätte. Hätte, Fahrradkette. Tja, wo ist die Stahlproduktion? Da. Das ist ja ein Ding. Das heißt, man könnte tatsächlich noch ein drittes von diesen Dingern hier hinsetzen, um die Stahlproduktion wesentlich zu erhöhen.
die Schlagzahl. Das geht mir hier irgendwie alles ein bisschen langsam. Und dann brauchen wir aber jetzt wieder mehr Arbeiter, wie wir hier oben sehen. 170 Stück fehlen jetzt auf einmal wieder. Ärgerlich. Die ganze Reihe, dann haben wir zu wenig Bauern. Und das bedeutet, wir müssen wieder Bauern bauen. Ihr merkt, das ist so ein Fass ohne Boden. Man macht halt immer weiter irgendwie. Aber zu viel Einwohner kann man eigentlich fast nicht haben. Es sei denn, man hat natürlich seine Versorgung nicht so auf breite Füße gestellt. So, jetzt klauen wir uns den. Wieso sieht man das jetzt nicht? Moment mal. Jetzt geht's. Dahin schon? Ja, komm. Gönnen wir uns. Wie, der Aufstand hat meine Stadt in Trümmer gelegt. Das ist aber frech. Das ist aber frech. So, jetzt sollten wir da auf jeden Fall kein Problem mehr haben. Wir können aber jetzt auch direkt noch welche aufsteigen lassen. Zum Beispiel die Jungs hier und die Jungs dort. Und jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis hier oben genug Leute eingezogen sind. Komm, dann kümmern wir uns mal um unsere Trümmer. J gedrückt. Ja, aber die Meldung war doch völliger Quatsch, oder? Ich habe ja gar keine, wenn ich J drücke. Ich habe ja gar keine Ruinen. Manchmal kommen hier bei, kennt ihr das, bei Anno 1800 so Meldungen, die irgendwie völlig sinnlos sind? Ich habe die doch vorhin schon repariert hier. Guck mal, Bilanz plus 1900. So, jetzt Abfahrt, Abfahrt hier. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Okay, aber los geht's immer noch nicht mit der Baumwolle. Das ist alles sehr belastend. Alles sehr belastend. Hafengebäude, Depots bauen. Können wir das hier nicht noch ein bisschen ausbauen? Alles doch, ne? Wir brauchen mehr Lagerplatz, definitiv. Wenn ich hier sehe, dass die schon nichts mehr produzieren, alle, weil alles voll ist. Wo, was macht und kommt's da unten? Kommt es da unten, unser Schiff? Ne, ich sehe nichts. Wir gucken mal schnell in die Übersicht. Wo bleibt das Baumwollschiff? Dunkler Habicht und Hippoputter. Ne, das ist was anderes. Okay, es müsste aber eigentlich schon jetzt hier im Anmarsch sein. Da! Ja, da kommt's doch. Na siehste. Inselanteile, das ist eine Idee. Man könnte natürlich auch, um Geld zu machen, aber Geld ist jetzt im Moment nicht so der limitierende Faktor, ehrlicherweise. Könnte man aber natürlich auch noch Inselanteile von KIs kaufen. Wie sieht's hier aus? Darf man mal wieder für 5000? Yo. Schwups. Wer ist sie denn? Eine Küche können wir damit boosten. Produktivität 20%. Das ist aber, glaube ich, Küche ist das in der neuen Welt, ne? Dieses mit der Bananenkompott, während das in der alten Welt Großküche heißt. Jetzt ist die Frage... Die hier, Konservenfabrik da, Großküche, die wird wahrscheinlich nicht damit geboostet, nehme ich mal an. Gehen wir doch mal hin, einfach nur mal aus Spaß gucken. Großküche. So, und da haben wir dieses hier. Nee, das funktioniert scheinbar nicht. Großküche, weil Küche und Großküche ist natürlich nicht dasselbe. Logisch. Hier wird ein Schiff angegriffen, das ist ja aber frech. Nee, doch jetzt nicht mein, Schiff mit den, doch nicht mein Schiff mit den ganzen Baumwolldingern hier. Was soll das denn? Was fällt ihr denn ein? Jetzt wird das doch langsamer, das Schiff. Mein Gott. Es ist irgendwie, ne? Also es läuft nicht rund, bin ich ehrlich. Es läuft nicht rund. Gibt doch immer noch keine... Was habe ich denn hier eigentlich noch? Schadensverlangsamer, Schiffe, Schnapsbrennerei und Brauerei. Tolle Items am Start. Tolle Items am Start, definitiv. So, komm jetzt hier... Nee, mach doch keine Faxen, hey! Mach keine Faxen! Mann, ey! Komm, Knallgas hier! Nix auf Expedition. Thank you.
Bums. Schön mit dem Torpedo abgeschossen. Ganz witziges Item eigentlich, ne? Torpedo. Was haben wir hier Schönes gefunden? Was hatte sie dabei? Ah, den Bäcker. Toll. Anstatt von Mehl verarbeitet das Gebäude Getreide. Können wir sogar einsetzen, ne? Dann kannst du dir die Mühle nämlich ganz entspannt sparen. Das könnte man sogar einsetzen. Wo ist die Mühle hier oben? Da, was haben wir hier drin? Zigarrenmanufaktur, Mühle 35%, Arbeitskräfte runter. Was macht er hier? Metzger. Wo ist denn deine Metzgerei? Ah, da sind die Metzgereien. Arbeitskräfte erforderlich minus 20% und der Bäckerei Unterhaltskosten 50%. Gut, das könnte man rausnehmen und dafür nimmst du aber einfach dann hier die zwei weg, weil da sparst du nämlich dann entspannte 100 in der Bilanz, ne? Brauchst du kein Mehl mehr herstellen. Jo. Ich glaube auch, haben wir mit Mehl? Ne, wir haben keine Probleme mit Mehl. So, jetzt aber komm, jetzt ist das Schiff langsamer. Das ist so anstrengend. Wo ist es jetzt hier um mein Schiff? Da, das Baumwolle. Guck dir mal an, mit welcher Geschwindigkeit das jetzt hier durch die Gegend eiert. Mei, oh mei. Das will ich jetzt aber noch schaffen, verdammt nochmal. Also, wie schon in den letzten beiden Folgen, in der nächsten Folge geht es dann aber richtig rund, weil, jetzt ganz im Ernst, wir brauchen nur noch jetzt gleich hier mit der Baumwolle anfangen zu produzieren, nämlich diese Kleidung, ja, die Pelzmäntel. Die müssen wir dann hier rüberfahren ans Kap und sobald die da sind, können wir hier eigentlich beide Aufgaben abschließen. Wo sind sie? Da. Wir können nämlich auf der einen Seite die Universität bauen. Das können wir gleich schon. Die schaffen wir heute noch. Guck mal, das schaffen wir heute noch. Easy. Das nehmen wir uns jetzt noch als Ziel. Wir warten noch auf 3 Stahl, um eine Universität zu bauen. Und dann können wir aber als nächstes hier, nächste Folge, auf jeden Fall auch die 500 Ingenieure. Okay, Gott sei Dank. Ich hatte das mit der Universität vergessen. Das schaffen wir noch heute, weil das wäre jetzt ein bisschen bitter gewesen, wenn wir wieder keinen Progress hier irgendwie in der Kampagne machen. Tritt man hier so ein bisschen auf der Stelle, ja, ehrlicherweise, ne? So, 3 Stahl. Das müsste doch hier oben mit meiner super-duper Strahlproduktion, Stahlproduktion, eigentlich ganz gut hingehen. Strahlproduktion, sag mal. So, ewiges Leben, toll. Ich frage mich, ob sich das lohnen würde, hier mal so ein bisschen zu erkunden, was hier eigentlich los ist mit diesen roten Schiffen. Komm, wir fahren hier mal hin. Die Bente findet mich klasse. Ich finde dich auch toll. Aber das ist doch ein ganz guter Hinweis, wenn die mich doch so klasse findet. Was haben wir denn hier so? Aktionen. Um eine Aufgabe erbitten. Guck mal, wir können es da noch ein bisschen einschmeicheln. Ah, das hat es jetzt nicht so gebracht. Ein Geschenk bieten wir der sicherlich nicht an. Allianz will ich mit der eigentlich auch nicht haben. Was ist mit ihm hier? Können wir uns bei dem ein bisschen einschmeicheln? Nö, ich finde das nicht gut, wenn wir uns einschmeicheln wollen. Das ist aber schade, ist das. Das ist aber schade. Was ist mit ihm hier? Komm, auch nochmal ein kleines Kompliment. Oh, findet er auch nicht gut. Ich bin scheinbar ein sehr schlechter Einschmeichler. Dann lassen wir das. Geld haben wir nicht über. Das machen wir nicht. So. Alles klar. Jetzt. 41. Wir können die Universität bauen. Na, Gott sei Dank. Das ist aber keine Universität, Herr Heinz. Das ist eine Kirche. So sieht eine Universität aus. Und die bauen wir jetzt einfach ganz entspannt hier oben rein, würde ich sagen. Oder? Nee, die muss eigentlich hier hin. Da muss eine Universität hin. Guck mal. Zack. Und dann haben wir was geschafft. Segeln Sie hier hin, Restaurateure, und holen Sie sich Ihre Belohnung ab. Ah, da soll ich jetzt mit dem Schiff hin? Okay, pass auf, wir fahren mit dem Schiff. Also das sind unsere Restaurateure, die haben jetzt scheinbar irgendwas fertig gebracht. Belohnung einsammeln, dann fahren wir jetzt mal mit dem Schiff an den Kontor, in der Hoffnung, dass das dann eingesammelt wird. Haha, jetzt kriegen wir das dechiffrierte Tagebuch, hoffe ich. Schauen wir mal. Habt ihr euren Auftrag auch erfüllt? Ja. Die Königin fragt, ob sie bereit ist, ihre Aufgabe abzuschließen. Ja, Mann, sind wir. Oh. Die Königin ist froh, dass die ersten Seiten nun lesbar sind. Na toll, die ersten Seiten. Ich will das ganze Dingen lesen. Lesen Sie Nadaskis Tagebuch unvollständig. Auf geht's, rein ins Tagebuch. Ach, das kann ich jetzt lesen, indem ich hier draufklicke, oder wie? Ah. Uiuiui, langer Text. Sonntag, 13. Oktober 1805. Unter Befolgung des königlichen Befehls, die Flottille von Admiral Silva abzufangen, trafen wir um 13 Uhr am Cap Trelawney ein. La Coronas gesamte Armada ist hier, insbesondere das Flaggschiff, das durch seine imposante Größe und Macht beeindruckt. Eine solch unverhältnismäßige Eskorte spricht dafür, dass unsere Informanten recht hatten. Sie müssen das Capaun-Zepter dabei haben, nach dem unser König sucht.
La Coronas Flotte ist gewaltig in ihrer Größe und Zahl, doch unsere ist besetzt mit erfahrenen und loyalen Seemännern. Wir haben die Möglichkeit, hier bei Trelawney einen entscheidenden Sieg gegen den Feind zu erringen. Dies wird jedoch nicht möglich sein, wenn wir uns nur auf das Zurückerlangen des Zepters konzentrieren, so wie es der König befiehlt. Zugegebenermaßen würde es dem Nationalstolz von La Corona einen harten Stoß versetzen, wenn es uns gelänge, ihnen diesen Talisman zu entreißen. Doch was ist mit dem unseren, wenn mehr als 1000 Seemänner für ein bloßes Schmuckstück in den Tod geschickt würden? Nein, wir dürfen an nichts anderes denken als an die beste Taktik, um an diesem Tag den Sieg davonzutragen. Da der König die Sicherheit der Festung auf den Klippen nicht verlassen will, könnten wir den Nebel dafür verantwortlich machen, dass wir seine Signale nicht befolgen. Heute trug, weißt du, wenn das niedere Volk es mal wieder besser weiß, ne? So. Heute trugen sich noch weitere Vorfälle zu. Um 15 Uhr fingen wir zwei feindliche Kanonenboote ab und versenkten sie zwischen zwei kleinen Inseln im Südosten, deren Klippen wie zwei einander zugewandte Wachhunde aussehen. Habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr die schon mal gesehen? Müsst ihr mal gucken. Da gibt's wirklich im Kap Trelawney, im Versunkene Schätze DLC-Gebiet hier, ne? Gibt es so eine Insel, wo sich wie so zwei Hunde angucken. Da kann man nicht drauf bauen. Müsst ihr mal gucken, vielleicht sehen wir die ja noch hier in der Kampagne. Um 16.30 Uhr entdeckten wir im Osten eine Fregatte mit dem Wappen La Coronas, die Kisten aus einer kleinen Piratenbucht inmitten der spiralförmig angeordneten Inseln schmuggelte. Und zu guter Letzt lieferten wir uns in der Nähe eines alten Wachturms zwischen von drei großen Inseln im Westen ein Gefecht mit einem Linienschiff. Es sank mitsamt seiner Ladung. Kann ich noch weiterlesen? Nee. Okay. Interessant. Aber wat nu? Wir wissen noch nicht viel mehr als vorher, würde ich sagen. Was müssen wir jetzt machen? Finden Sie die Orte, die in Nadaskis Tagebuch erwähnt werden. Die Wachhunde, die Schmugglerhöhle und der Wachturm. Ich würde sagen, das ist eine super schöne Aufgabe für die nächste Folge, weil dafür muss man nichts vorbereiten. Das heißt, das können wir nächste Woche einfach mit einem Schiffchen ganz entspannt durchführen. Und ich sag mal, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn wir nach Wachhunden, Schmugglerhöhle und einem Wachturm suchen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Wache. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nee, nicht eine schöne Wache. Heute ist irgendwie, ne, man denkt ein bisschen langsamer, als man spricht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und jetzt haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Heinz.